Die OnePlus Watch 2 kommt mit einigen Veränderungen zum Vorgänger daher und diese fangen direkt bei der neu geformten Verpackung an, die aber dank Farbgebung trotzdem noch typisch nach OnePlus aussieht. Inhaltlich gibt es neben der Uhr ein bisschen Schreibzeug und einen Ladepuck, der ohne ein fest verbautes Kabel daherkommt, was nicht nur Platz im Reisekoffer spart, sondern ich für die Nachhaltigkeit echt lobenswert finde. Denn so ein Kabel ist schnell mal hinüber, egal ob es der Produktionsfehler ist, der Schreibtischstuhl, wenn man drüber fährt, oder Nachbars Katze. In die Hand genommen fällt einem natürlich erstmal das recht hohe Gewicht auf, was wohl dem Edelstahlrahmen geschuldet sein dürfte. Dieser hinterlässt dafür einen sehr edlen, aber gleichzeitig sportlichen Eindruck. Auch die Tasten bezeugen eine hervorragende Verarbeitung. Etwas verwirrend finde ich nur, dass man die oben sitzende Krone zwar drehen kann, aber das absolut keine Auswirkungen hat, ich mich aber trotzdem immer wieder dabei erwische, wie ich weiterdrehe. Der Eindruck vom Armband ist okay, nicht so hochwertig wie bei der Pixel Watch zum Beispiel, aber auch nicht schäbig, kann aber super easy dank normalem Uhrenarmbandverschluss gewechselt werden. Die universelle Größe reicht dabei für Handgelenke von 14 bis 21 cm Umfang und wo wir noch beim Thema Größe sind, diese Uhr gibt es leider nur in der 46 mm Variante, was einigen zu groß sein dürfte. Besitzer der OnePlus Watch 1 werden ihn wiedererkennen, den geriffelt aussehenden Rahmen, der auch bei der zweiten Generation das Display umschließt. Dieses befindet sich unter einer Saphirglasplatte und hat sich in Sachen Größe und Schärfe nicht verändert. Hier war aber die erste Generation auch schon richtig gut. Verbesserungen gibt es natürlich trotzdem, so ist es jetzt deutlich heller. Probleme mit der Ablesbarkeit bei Sonneneinstrahlung hatte ich nie. Es hat eine Bildwiederholrate von 60 Hertz. Ob es diese aber herunterregeln kann zum Stromsparen für das jetzt vorhandene Always-On-Display, konnte ich aber leider nicht herausfinden. Beim Prozessor handelt es sich um, naja, zwei. Neben einem alten Bekannten, dem Snapdragon Wear 5100, gibt es jetzt noch einen BES2700BP Prozessor und das ist mega interessant, dazu aber gleich bei der Software mehr. Denen zur Seite stehen jetzt noch 32 GB Speicher für Apps und Musik und ein mit 2 GB großzügig bemessener Arbeitsspeicher. Der Vibrationsmotor arbeitet leise und sorgt für taktile hochwertige Benachrichtigungen am Handgelenk und der Lautsprecher ist, naja, halt da. Reicht zum Telefonieren aber dicke hin. Davon abgesehen, wer Musik bewusst über einen Uhrenlautsprecher hört, der fürchtet sich eh vor gar nichts. Bluetooth 5.0, das präzisere L5 GPS und das alles geschützt von einem IP68 und 5 Atmosphären wasserdichten Gehäuse nach Militärstandard, das macht ein ordentliches Gesamtpaket. Nur eine LTE-Version, die gibt's hier leider nicht. Die Software auf diesem Gerät ist ebenfalls nicht allein, es gibt nämlich direkt zwei. Gekoppelt wird die Uhr mit allen Android-Smartphones, egal welchen Herstellers, indem man die O-Health-App herunterlädt, also die Lösung von Oppo, nicht von OnePlus. Und die sieht leider aus, als hätte sie der Praktikant schnell in Aussicht auf frühen Feierabend programmiert. Von unschönen Designelementen in der App bis hin zu Übersetzungsfehlern und komischen Formulierungen auf der Uhr, das ist nicht so geil und sorgt schon das ein oder andere Mal für einen What the f Moment, zum Beispiel wenn mir nach einer Stunde Schreibtischarbeit gesagt wird, dass ich in Bewegung sei und dass das gut gegen Diabetes Typ 2 oder Steifheit helfen würde. Danke an dieser Stelle für diese handerlesenden Infos. Diese entspringen dem RTOS-Betriebssystem, welches aber trotzdem einen genialen Ansatz verfolgt. Denn es läuft mega energiesparend auf dem kleinen zweiten Prozessor. Es kümmert sich um die einfachen Dinge wie die Herzfrequenzmessung, Schlaf- und Sporttracking, Always-On-Display und solche Sachen. Aufpassen muss man hier nur, wenn man das Watchface von einem Drittanbieter installiert, denn das läuft dann über den nicht so energiesparenden Snapdragon-Prozessor. Dieser kommt dann auch bei allen anderen, naja sagen wir mal anstrengenden Aufgaben zum Einsatz. Allgemein funktioniert das Zusammenspiel der beiden Software ist absolut nahtlos, irgendwelche Ruckler oder Übergänge oder irgendwas merkt man überhaupt nicht. Nur einmal ist es abgestürzt, da hat es mir meine Wear OS Bildschirme nicht mehr angezeigt, nach einem Neustart war das dann aber wieder behoben. Kommen wir zu den Features und fangen beim Schlaftracking an, wo ich von der Uhr erstmal ein wenig enttäuscht bin, denn das ist im Vergleich zur ersten OnePlus Watch nicht besser geworden. Kleinere Abweichungen bei Einschlaf, aber vor allem bei Aufstehzeit. Und abends denkt's manchmal, dass ich während des Filmschauens auf der Couch eingeschlafen wäre, hier herrscht Verbesserungsbedarf. Und wenn Sie einmal dabei sind, kann auch gern noch ein Schlafphasenwecker oder wenigstens stummer Wecker mit integriert werden, so müsste ich mir eine Drittanbieter-App dazu holen. Immerhin bietet das Schlaftracking auch eine Schnarcherkennung und Blutsauerstoffgehaltsmessung, ein Thermometer ist nicht mit verbaut. Bei den allgemeinen Sachen gibt es dafür so gut wie nichts auszusetzen, Benachrichtigungen werden problemlos angezeigt, Google Pay und die Navigation per Maps funktionieren hervorragend.
hervorragend, genau wie die Steuerung über Spotify zum Beispiel. Aber so gut wie nichts bedeutet ja nicht gar nichts und so fehlt mir zum Beispiel die tiefere Kommunikation zwischen Smartphone und Smartwatch. Also zum Beispiel, dass der Bitte-nicht-stören-Modus nicht synchronisiert wird, weder Uhr noch Telefon sich irgendwie gegenseitig entsperren können und die Uhr ohne Drittanbieter-App auch nicht als Kameraauslöser verwendet werden kann. Beim Sporttracking wird hierfür dann wieder einiges richtig gemacht. 6 Sportarten werden automatisch erkannt, ebenso wie das kurze Stehenbleiben während des Joggens. Ein trotz Bäume oder Gebäude immer zuverlässig gewesenes GPS zeichnet die Strecke sehr genau auf. Schön ist auch, dass man zum Beispiel beim Joggen eine bestimmte Strecke oder Zeit als Ziel festlegen kann. Außerdem gibt es über 100 trackbare Sportarten, wovon 11 sogar anständig vertieft wurden. So kann man zum Beispiel beim Skifahren die Geschwindigkeit und das Gefälle einsehen oder sich eine wirklich umfassende Laufanalyse geben lassen, beim Tennis, ob man mehr Ober- oder Unterhand spielt und beim Seilspringen sogar die Wiederholungen zählen lassen. Und damit die Berg- und Talfahrt noch ein bisschen weitergeht, kommen wir jetzt noch zu den Sicherheitsfeatures. Und sind damit quasi fertig. Denn sowas wie eine EKG-Funktion oder Sturzerkennung oder irgendwas gibt es bei dieser Uhr nicht. Maximal das manuelle Auslösen eines Notrufs durch 5-maliges Drücken der Krone ist machbar. Durch diese Prozessor- und Softwarekombination hat man in Verbindung mit einem recht großen 500 mAh-Akku bei einer Sache voll ins Schwarze getroffen, auch wenn ich sie gerade direkt selbst gespoilert habe, nämlich bei der Akkulaufzeit. Während die Pixel Watch 2 zum Beispiel gut 15% Akku für das Schlaftracking zieht, sind es hier gerade mal 5%. RTOS sei Dank. Und so zieht es sich den ganzen Tag durch. Und den nächsten. Und wenn man das Always-On-Display nicht aktiviert hat, auch noch den nächsten und den nächsten. Richtig gehört, bis zu 4 Tagen Laufzeit und das nicht im Energiesparmodus sind hier wirklich realistisch möglich. Aufgeladen wird die Uhr dann über den Ladepuck mittels SuperVOOC Schnellladen in knapp einer Stunde auf 100% oder innerhalb von 10 Minuten ausreichend für einen Tag. Fazit. Krasses Konzept, was Google da so aus dem Hut gezaubert hat und von OnePlus als erstes so richtig ausgenutzt wird. Aber der Plan geht echt auf. Wer Wert auf eine flüssige Bedienung in einem robusten Gehäuse legt, viel Sport damit machen will, ohne sich um den Akku kümmern zu müssen, der kriegt hier für vollkommen in Ordnung gehende 329 € eine echt schicke Smartwatch. Bei der herstellereigenen Software, sowohl auf der Uhr als auch auf dem Smartphone, darf aber gern noch ein bisschen nachgelegt werden, da ist noch Luft nach oben. Immerhin gibt es 2 Jahre lang Android-Updates und 3 Jahre lang Sicherheitspatches, weshalb eigentlich noch genug Zeit wäre, da noch 1-2 Verbesserungen nachzuschieben.